Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder aus der frostigen Werkstatt. Ich hasse diese Kälte, ekelhaft. Aber es geht heute um diese beiden Bevelboxen. Ein Zuschauer hat mich ja gefragt, ob die auch genauso gut ist wie die hier. Es geht hier nicht um irgendwelche Verarbeitungen oder ob irgendwo ein Stückchen Plastik übersteht oder nicht oder wie auch immer, sondern es geht wirklich lediglich um die Messergebnisse. Ja? Und das finden wir jetzt raus. Ich wünsche euch viel Spaß. Nach dem Intro geht's los. Wir haben jetzt hier die beiden Exemplare, um die es geht. Wir werden die jetzt einfach mal beide auf Null stellen. Einmal, zweimal. So, jetzt haben wir beide direkt ganz genau auf Null. Ah, meine Ohren sind kalt. Und dann packen wir die jetzt hier einfach mal ran. Die haben beide einen Magneten, der auch ja, sehr gut ist. Ich glaube, der ist wirklich ein ganz kleines bisschen stärker, der Magnet. Aber was zeigt da jetzt alles sehr viel interessanter? Also hier haben wir 89,9, also fast 90 Grad. Und hier haben wir 89,66. Also wir haben schon einen Unterschied, der aber, glaube ich, ja, zu vernachlässigen ist. Ich glaube, da habt ihr mehr Spielraum in dem Holzschnitt oder in dem Holz letztendlich. Ich glaube, das kann man so auch gar nicht messen mit vielleicht irgendeinem Winkel oder sowas. Ich glaube, das ist so minimal, dass es... ja, wir können ja, wir machen das Spiel jetzt mal nochmal komplett zurück. Also wir machen hier nochmal wieder auf Null. Lassen den erstmal auf Null gehen. Dann machen wir das gleiche hier auch. So, jetzt haben wir beide wieder auf Null. Da zeigt er irgendwas anderes noch an. So, jetzt haben wir wieder auf Null. Ich sag mal, da haben wir ja sowieso schon mal eine Nachkommastelle mehr als hier. Ja, hier haben wir ja nur 0, und eine Stelle oder nach dem Komma eine Stelle und hier haben wir nochmal zwei Stellen. Ich glaube nicht, dass das in der Holzbearbeitung irgendeine Rolle spielt. Und jetzt stellen wir die Dinger einfach mal wieder hier hin. Einmal, zweimal. Ja, wie gesagt, also mit dem Display ablesen ist hier natürlich ein bisschen doof, weil es eben nicht beleuchtet ist. Da hat das Ding wirklich schon mal einen Vorteil. Aber es kommt ja mehr oder weniger aufs Messergebnis an. Also hier zeigt er jetzt auch wieder was anderes an. Hier zeigt er jetzt auch 89,7 an und hier, hier steht die Zahl falsch rum. Achso, weil wir das vorhin so auf Null gemacht haben, dann ist der Punkt da und dann dreht er das, der dreht die, das Ergebnis nicht. Jetzt zeigen sie jedenfalls beide ganz genau das gleiche an. Ja, wir machen es einfach mal nochmal. Wir haben ja Zeit. So, jetzt sind beide wieder auf Null. Einmal. Zweimal. Jetzt ist hier wieder das gleiche Ergebnis wie vorher. Trotzdem 0,2 Grad eben Unterschied. Also keine Ahnung. Ich sag jetzt mal, das wird man eh nicht großartig oder das wird keinem beeinflussen bei der Holzbearbeitung. Ja. Wir können das Ganze ja noch mal kurz an der Formatkreissäge testen, aber vorher trinke ich noch kurz einen Schluck warmen Tee. Jetzt probieren wir das hier noch mal aus. Wir stellen jetzt wieder beide Geräte auf Null. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt gut erkennen könnt hier bei dem hier. Vielleicht liegt das wirklich an der Kälte hier drin, dass dieses Display da irgendwie, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle sieht man das sonst ein bisschen besser. Ich denke mal, ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht sehen können. Gut, jetzt machen wir das Ding auf alle Fälle mal hier dran. Und da haben wir jetzt wieder 89,74. Das ist fast genau das gleiche, was wir vorhin hatten. Das heißt, ich würde wetten, dass wir hier wieder die 89,9 haben. Und was haben wir?
Ja, 89,9. Also wir haben einfach eine Differenz von ungefähr 0,2 Grad, was völlig irrelevant ist, meiner Meinung nach. Und zwar, wenn wir jetzt hier auch beide wieder auf 0 setzen, einmal, zweimal. Jetzt sind beide wieder auf 0. Ich weiß, ihr könnt, glaube ich, das hier nicht so, das ist für euch ein bisschen unscharf. Aber das ist nun mal auch der Vorteil an dem Ding, dass es eben beleuchtet ist und ein bisschen größer ist. Deswegen könnt ihr aber trotzdem beides sehen. Ich fange jetzt einfach mal an der Formatkreissäge die Gradzahl einzustellen. Und wir gucken einfach mal nach, ja, hier halten wir mal einfach an. Jetzt haben wir hier 8,2 und hier haben wir 8,28. Wir denken uns jetzt wirklich mal, die letzte Zahl ist einfach mal völlig irrelevant. Wir drehen mal ein Stückchen weiter. Jetzt haben wir hier 16,9 Grad, hier haben wir auch 16,9 Grad. Also ich habe das Gefühl, solange die Gradzahl nicht allzu groß ist, hält das hier wirklich sehr gut mit. Hier haben wir 29,6, 29,7. Jetzt merke ich schon eine kleine Differenz. Also anscheinend, umso größer der Winkel wird, umso größer ist die Differenz. Jetzt haben wir hier fast 40 Grad, hier haben wir 39,8 und hier haben wir 39,94. Jetzt drehen wir mal komplett auf die 45 Grad. Und ja, was haben wir hier? Fast die 45, also wieder 44,9 und hier haben wir schon 45,1. Also umso größer der Winkel wird, habe ich das Gefühl, umso ungenauer wird es ein bisschen, aber wie gesagt, es sind alles unter 0,5 Grad, deswegen völlig unwichtig. Beide wieder ganz genau 0,000000000 Grad. Mein Fazit zu den beiden Bevelboxen: Ihr macht mit beiden definitiv erstmal nichts falsch, denn eine Abweichung von 0,2 ist völlig irrelevant, glaube ich. Selbst wenn es 0,3 wären, immer noch völlig irrelevant. Ich wollte ja nicht auf Verarbeitung und so weiter und so fort eingehen. Da ich aber auch schon öfters das Display erwähnt habe, was hier einfach beleuchtet ist. Hallo? Was hier beleuchtet ist und bei dem anderen eben nicht. Wie gesagt, Verarbeitung natürlich hier unten ein bisschen besser. Ja. Hier oben ist einfach ein bisschen mehr aus Plastik. Der Magnet ist hier etwas stärker als da, aber ist auch nicht der Rede wert. Und ja, was das Thema Display angeht, habe ich euch ja schon gesagt, normalerweise kann man das hier gut erkennen. Es ist nicht beleuchtet, aber man kann es gut erkennen. Ich weiß nicht, ob dieses Display irgendwie auf Kälte reagiert oder sowas. Ich, ganz ehrlich, keine Ahnung. Könnt ihr gerne da unten in die Kommentare was dazu schreiben, wenn ihr euch damit auskennt. Hier, dadurch, dass es eben beleuchtet ist, sieht man es wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und bei dem ist es eben wirklich so, man kann es erkennen, wenn man drauf guckt. Und ja, das war's. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich würde mich ganz, ganz doll über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten, wenn es euch so sehr oder gut gefallen hat oder sehr gut gefallen hat, könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde mich ganz doll freuen. Wir sehen uns auf alle Fälle im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.